So, Mädels, noch 10 Minuten Zeit. Denk. Planlos, absolut. Hola, chicas. Willkommen bei Fashion Clash in P&C Hamburg. Elena, Claudia und ich freuen uns sehr, den heutigen Tag mit euch zu verbringen. Ihr habt heute in drei spannenden Runden mit drei sehr, sehr spannenden Themen die Möglichkeit, uns wirklich eure krasse Fashion-Expertise zu beweisen. Und ihr habt jeweils 30 Minuten Zeit, euch ein komplettes Outfit für das Thema auszusuchen. Und der komplette Laden gehört euch. Also wirklich viel, viel Fläche, auf der ihr arbeiten könnt. Und macht uns stolz. Ja, hallo nochmal auch von mir. Ich freue mich auch wahnsinnig. Und zwar fange ich mit dem ersten Thema an. Das ist der Hosenanzug. Was mache ich mit einem Hosenanzug? Wie präsentiere ich den? Was gehört zu einem perfekten Outfit? Es gibt noch einen kleinen Joker, den ihr einsetzen könnt, aber nur ein einziges Mal. Und zwar haben wir da zwei ganz nette Kolleginnen, die Svenja und die Lara. Die werden euch beraten. Wir freuen uns. So, chicas, setzt eure Modeskill richtig gut an. Die Gewinnerin von der ersten Runde bekommt 300 Punkte. 300 Punkte? Mhm. Wahnsinn. Die Gewinnerin von der zweiten Runde bekommt 700 Punkte. Und die Gewinnerin von der dritten Runde bekommt 1.200 Punkte. Das bedeutet, bis zum Schluss ist alles möglich. So, Chica, habt Spaß und ich sage, los! Go, vamos! Und, hast du eine Idee? Nee, ich guck einfach mal, ich lass mich inspirieren. Welche Größe ist denn das? Ich will das irgendwie einfach sportlich umsetzen mit Sneaker, lässiger Tasche dazu. Einfach sportiv. Aber die blöde Kuh hat natürlich den Oberteil vergessen. Muss gleich nochmal los. So, Pullover S und M, weil ich weiß nicht genau, welche Größe, ob größer oder kleiner. Und jetzt können wir gerne wieder direkt zurück hochgehen. Das Schwierige bei diesem Anzugsthema ist, dass der Anzug halt nicht schwarz, sondern blau ist. Schwarz kann man ja mit einem kombinieren. Blau ist dann schon mal ein bisschen schwieriger. Also da muss man, glaube ich, auch vor allem auf die Farbkombination jetzt auch genau achten. Was ist denn gerade, Lara? Nach einem passenden Oberteil. Ich hatte überlegt, das Ganze einfach nur den Blazer anzuziehen. Aber ich weiß gar nicht, ob das erlaubt ist. Ich würde mir wünschen, dass irgendjemand mit Sneakern kommt. Also so wie, ähnlich wie ich sie jetzt hier habe. Weil, wie man vielleicht sieht, ich finde immer die Kombination zwischen was Elegantem, so wie ein Anzug, und dann halt irgendwie so ugly Sneaker, wie sie jetzt ja auch sehr in sind, finde ich sehr gut. Also das würde ich mir vielleicht so wünschen, dass irgendjemand mit Sneakern ankommt. Schuhe ist ein Riesenproblem für mich, weil ich habe Schuhgröße 42 und dementsprechend finde ich eigentlich relativ selten meine Größe. Größe 39. Yes. 37. Was mache ich denn jetzt? Lara, wie läuft's bei dir? Schuhproblem. Was macht die Schuhsuche? Ja. I hate it. Scheiße. Okay. Leute, ich wollte mal was nach drüber ziehen. Zieh drunter ziehen. Ich hätte gerne diesen Mantel. Und zwar ist der eigentlich schlicht beige. Und ich glaube, ich würde den ganz gerne andersrum einfach anziehen, damit du das Weekend quasi wie hier hinten drauf hast. Oh, das ist falsch. Okay. Vielleicht wechsle ich die Tasche noch, aber fürs Erste. Ready. So, Anzug passt eigentlich ganz gut. Ich finde halt die Schuhe echt cool dazu. Doch, das finde ich cool. Die Tasche dazu. Das ist halt auch nicht das Wahre, aber immerhin habe ich jetzt schon mal einen Oberteil. Muss ich nicht mehr die Haare nehmen. Hallo, hallo Mädels! Ihr habt jetzt noch genau 10 Minuten Zeit, um euer Outfit komplett fertigzustellen.
Ich hoffe, wo auch immer ihr seid, dass ihr schon halbwegs fertig seid. Und sonst, ja, 10 Minuten jetzt halt noch. Go. 10 Minuten sind eigentlich noch echt super. Also ich bin mega gut in der Zeit. Ich hatte gedacht, ich brauche länger. Aber deswegen kann ich mir jetzt auch noch entspannten Gürtel aussuchen. Nee, der nicht, der auch nicht. Die sind mit Silber, wenn dann mit Gold. Der ist es auch nicht. Nee, wir nehmen den hier. Yes. Perfekt, der passt schon. Ich bin ready und find's richtig cool. Vor allem mit den orangenen Details noch dazu. Es war super easy, obwohl ich richtig Angst vor dem Motto hatte, weil ich normalerweise nie Hosenanzüge trage. Aber ich bin einfach runtergelaufen und habe alles da unten gefunden. Besser als das erste auf jeden Fall. Es ist leider ein bisschen zu groß. So. Leute, ihr macht mich fertig. Mir ist heiß. Ja doch, das passt so. Mädels, es geht los. Die erste Challenge. Kommt rein, bitte. Wir warten auf euch. Ja, ja, ja. Sehr schön. Oh. Schön. Cool. Ja, ganz unterschiedlich. Also der Mantel ist für mich echt. Also wenn man ihn so ein bisschen über die Schulter oder vielleicht so. Ja, also das deswegen kann sie, das kann sie ja noch ausziehen. Sie wollte uns sagen, guck mal. Guck mal. Kannst du mir ausziehen, wenn ich drin bin? Sieht ja eh aus. Ja. Und dann habe ich halt trotzdem den Hosenanzug. Oh, du kannst immer noch das mit einfach. Den Caping. Du kannst das einfach, dein Mantel. Ja. Das ist immer so schick. Ja. Yes. Ne? Perfekt. So cool. Perfekt. Zack. Ja, zack. Ja, zack. Sehr gut. Das ist. Now. Bam. Here we are. Lara. Lara. Du bist auch simpel geblieben, aber auf jeden Fall auch Ton und Ton. Ich bin ja auch immer ein großer Fan von klassisch und simpel halten. Ne? Also hast du alles, also passt alles zusammen, so kann man nicht anders sagen. Finde ich auch. Ja. Sehr schön. Jetzt kommen Michelle. Also ja, ich habe mir irgendwie gewünscht, dass jemand auch mit Ugly-Sneakern tatsächlich aufbricht. Und das hast du halt mit genau denselben Schuhen wie meinem Endeffekt erfüllt. Also kann ich da echt nichts aussetzen. Ich finde auch sehr interessant den orangenen Farbplex. Findet sich ja dann jetzt auch wieder bei Luisa. Ihr seid halt ein bisschen matchy. Ich finde das geil. So. Schade, dass du hast diese Pullover gewählt. Ja. Warum? Ich habe gesehen, sie hat eine wunderschöne Taille. Ja. Das konntest du betonen. Ich will das zeigen. Mhm. Ne? Da muss ich sagen, okay, mache ich das richtig. Yes. Ich sage, cool. Ich will meine Hoodie. Entschuldigung, ich mach die Michelle. Jacke zu vielleicht. Ne? Dann sage ich, ich will meine Hoodie sagen. Genau. Mache ich zu. Ja. Offen mir diese Tasche. Mhm. Geht einmal rum. Genau. Genau. Jetzt ist sie so ein bisschen eingepackt, ne? Ja, aber das ist schon, dann, aber es ist schon dann der Style irgendwie so. Also es wäre natürlich passender gewesen, jetzt finde ich auch, wenn die Anzüge ein bisschen oversized gewesen wären oben. Ohne. Ne? Ja. Aber das ist halt nun mal nicht der Fall mit der Jacke. Ja. Aber gut, man kann es halt, man muss es halt einfach nur. Ja, ist jetzt schon warm, ne? Markerbutter runter. Weißt du, weil ich glaube, aber Aufgabe. Voll erfüllt, ja. Voll erfüllt. Also ich würde euch so auf die Straße gehen lassen. Das ist jetzt natürlich die Frage, jetzt dürfen wir nur einen so auf die Straße gehen lassen. Darf hier nur einer gehen? Und deswegen würde ich sagen, beraten wir uns mal kurz. Ja. 2 Minuten, Schickers. Danke schön. Gib uns 2 Minuten. Vielen Dank. Danke. Das war schon sehr schön. So Mädels, wir haben uns beraten. Und für uns ist die Gewinnerin der ersten Challenge. Luisa. Aber was kriegt Luisa? Luisa bekommt 300 Punkte für diese Challenge. Aha. Ja. Das war jetzt die erste Challenge, die erste Runde. Und dann kommen wir auch einmal direkt zur zweiten. Das Thema für die zweite Runde wird sein Wedding Party. Super. Also ihr seid auf einer schönen Hochzeit eingeladen und müsst natürlich auch mit eurem Outfit dementsprechend glänzen, aber nicht mehr als die Braut. Es ist wirklich alles erlaubt, von blumig, rockig bis hin zu Strandparty, whatever. Macht einfach das Beste draus und wir sehen uns gleich. Also, los! Also Motto ist Wedding und ich möchte nämlich kein richtiges Abendkleid haben, sondern ich suche nach einem Strandmotto. Planlos, absolut. Ich weiß nicht, ob lang oder kurz. Auf jeden Fall nicht lang und auf jeden Fall nicht schwarz.
Ja, vielleicht irgendwas rosafarbenes oder rot. Ja, das finde ich ganz cool. Soll ja auch nicht zu aufgetakelt sein. Nicht, dass ich eine komme mit einem weißen Kleid hier. Das wäre klasse. Aber ja, ich wünsche mir wirklich ein bisschen mehr Kreativität. Völlig fertig hier, 34. Sehr gut. Okay, ich brauche meinen Joker. Jetzt. Ich brauche eine Beratung. Was soll ich anziehen? Okay. Wir müssen mal die gucken in der Länge. Und zwar. Hast du eine Farbe im Sinn, Engel? Das wäre sowas anzumelden. Natürlich. Wirklich? Ich persönlich. Also, denk dran. Es ist deine beste Freundin. Mhm. Du willst dir nicht die Show stehlen? Mhm. Genau. Sehr gut. Ich bin mir glücklich. Der ist zu kurz. So, das ist jetzt Option 1. Ist ein bisschen groß. Vielleicht kann man es auch mit dem Gürtel festmachen. Ja. Das ist wirklich zu eng. Das ist viel zu eng. Das ist traumhaft schön. Scheiße, ich glaube, ich nehme tatsächlich den Joker. Was brauchst du denn? Wie kann ich dir helfen? Ich möchte kein klassisches Kleid haben. Ich möchte irgendwie einen Jumpsuit in einer knalligen Farbe, die zu goldenen Schuhen passt. Okay, das mache ich. Das ist eigentlich gar nicht meins. Ich will ein Tuch haben. Wenn man zu auffällig ist, ne, wie ich eben schon meinte, dann überstrahlt man ja die Braut. Und ich glaube, dann wird es einem sehr übel genommen als Gast. Und dann wird man auf keine Hochzeit mehr eingeladen. Zeig dich mal. Tada! Finde ich sehr süß. Sieht ja. Das gut aus? Finde ich sehr süß. Teil hier ist schön betont. So, jetzt brauchen wir nur noch den Schuh natürlich passen. Zeig mal deinen Rücken. Zeig dich mal um. Das ist sehr hübsch. So. Und? Ja. Mit goldenen Schuhen und einer Tasche finde ich das nicht schlecht, aber ich habe das Gefühl, dass der ein bisschen zu groß ist. I've got my pocket full of sand, sand, sand. I don't really give a damn. So, okay. Damn. Ja. You can really Hab's. Danke, Fräulein, für deine Tasche. Wenn du konntest, noch andere Farben. Ja, ich hätte weiß gedacht. Nein, nicht weiß. Denk. Gold. Denk. Gold. Nude. Gold. Sofort nude. Deep. Vielleicht. Okay. Oh. Oh. Das ist doof. Alles doof. So, Mädels. Noch 10 Minuten Zeit, dann müsst ihr wieder hier unten vor uns stehen und fertig sein. Bis gleich! Das passt eigentlich nicht zu viel. Scheiße. Alles im Top. Kann ich nicht machen. Geht nicht. Der ist richtig schön. Ja? So fertig? Sehr gut. Oh Mann, krieg deine Tücher. Doch! Passt nicht zum Kleid. Ich habe genau eins gefunden, was genau das Muster vom Kleid ist. Ich ziehe noch mal die Schuhe an, guck mir das noch mal im Spiegel an, aber ich glaube, das ist es. Die rote Farbe ist halt ziemlich schön und das ist halt jetzt auch gerade ein bisschen in, ne? Und kombiniert zu den goldenen Details, das passt sogar perfekt zusammen, sehe ich gerade. Läuft! So, Mädels, ich bin sehr gespannt, was ihr uns jetzt präsentieren werdet. Kommt heraus, meine Küche. Let's the fashion class start. Ja, jetzt geht's los. We are talking about fashion, chicas. Erstmal ganz schnell, chica, Haltung. Stehen dort nicht weg. Ey, da kommt der Poppe raus. Super aus. Bitte ein bisschen die Beine. Ja. Hopp mit deinen Beinen nach vorne. Ja. Ein bisschen ja. Sag mir deine Handtasche. Auch du ein bisschen. Ja, seitlich. Ja, Schulter, genau. Okay, dann würde ich sagen, fangen wir diesmal rechts am Shell an. Also ich bin nicht so ganz der Glitzer-Typ, aber ich finde trotzdem, ist es ein passender Look. Also ich kann jetzt nicht sagen, dass mich irgendwie der Look stört so an sich. Ganz toll, sehr gut kombinierte Farbe, passt zu dir, auch mit der beige Mantel, weil ich finde ganz, ganz toll. Aber ich glaube, das ist wirklich mehr so
abends, also es sieht aber toll aus. In der Mitte, ich bin begeistert von deinem Outfit. Eins zu eins getroffen mit deinem Gürtel, deine Taschen mit goldenen. Sehr stylisch. Sehr stylisch, die Farbe. Ich gucke an, aber du bist nicht in Konkurrenz mit dem Wedding, wie sagen wir, mit der Braut. Nein, das stimmt. Du fühlst dich wohl darin, ne? Ja. Sieht ja. man. Zu sehen, ne? Das sieht man, ja, ja, ja. Genau. Gleich müssen wir das auch noch mal kurz mit Jacke runtersehen. Genau. Aber erstmal zu Luisa. Ja. Wie genau. süß! Auf was für eine Party bist du denn? Ich bin auf einer mallorcanischen oder auf Mallorca auf einer Finca. Und deswegen ist es ein Sommerabend. Aber wir sind nicht am Strand, das heißt, es ist trotzdem noch guter Boden für hohe Schuhe. Also ich muss mir da keine Gedanken machen, dass ich eine Sandale oder so anziehe. Ja, ja, ja. Okay. Hätte auch vielleicht den Look so ein bisschen platt gedrückt. Ja, zu wenig vielleicht dann, ja. Ja. Für mich hätte da gerade auf Mallorca eine ganz tolle flache Sandale zugepasst. Das stört mich da jetzt so ein bisschen dran. Ansonsten sieht das sehr niedlich aus. Auch mit dem Tuch und die Geschichte dazu sehr schön. Vielen, vielen Dank und stolpert nicht. Euch. Genau, halt nicht. Gut gemacht. Sehr gut. Ja, also wollen wir es auch nicht zu spannend machen. Und zwar haben wir uns bei dieser Runde für Lara entschieden. Ja, einmal einen kleinen Applaus für Lara. Für euch alle im Endeffekt. Dann, dann, dann. 700 Punkte. Dankeschön. Ja, super. Cool. Mensch, toll. Na. Das geht weiter. Und jetzt kommt mein Lieblings-Challenge. Ach Gott. Weil das glauben wir gern. Ja, das gehört zu meinem Job, Fashion Week. Das bedeutet fantasievoll. Extravagant. Ja. Ihr wollt wirklich, dass die Leute gucken euch an. 30 Minuten Zeit. Ja. Geh los! Und auf geht's! Okay, okay. Ich glaube, wir gehen da links. Oh, es sind meine Füße vom Weg. Entschuldigung! Oh, yes. 35, 36. Das könnte eventuell passen. Der Rock ist auch geil, ne? Ach, ich nehme das einfach mal auf gut Glück mit. Leute, jetzt wird gelaufen. Falsche Treppe, Leute. Okay, ich hätte gerne was in Farbe. Deswegen nehmen wir auf jeden Fall den Mantel. Okay. Ich weiß, dass es der pinke Mantel wird. Und vielleicht in Kombination, ich hätte gerne was im Muster. Also entweder Karo oder das da drunter, dass man das ein bisschen kombiniert. Und jetzt gerne noch was weiteres in Rot oder sowas. Na, das ist doch schon sehr glamourös. Also das ist ein absolutes Ganz. Ja, und ganz ich finde den Blazer auch toll. Und das passt beides auch so zusammen mit dem Tüchlein. Ich darf ja gar nicht sehen und gar nichts hören. Ich weiß. So, Michelle, ich sehe. Was ist deine Idee? Auf bei jeden Fall. Okay, cool. Du hast keine Limit. Denk nicht normal. Out of the box. Denk out of the box. Ja? Ich hoffe, dass sie das fancy umsetzen und dass das auch ein bisschen Würze drin liegt und dass das nicht total langweilig wird. Also ich wäre auch super enttäuscht, wenn es ganz klassisch umgesetzt wird. Ich hoffe, dass sie es alles so ein bisschen abmischen und dass das auch ein interessantes Outfit wird. Könnte auch cool sein. Wüsste ich nur nicht, welches Oberteil, aber das kann man ja rausfinden. Also noch sieht es mit den Schuhen eher bescheiden aus, aber den Rest finde ich cool. Ich glaube, das kann man machen. Ja, so, wir suchen uns jetzt nur noch coole Schuhe aus. Ich bin mir nicht sicher, was. Ich weiß nicht, ob es High Heels werden, ich weiß nicht, ob es Sneaker werden. Müssen wir gucken, was wir finden. Guck mal, das finde ich eigentlich gar nicht so schlecht, was auf der Rotsch ist. Finger weg von da. Arbeite mit dem Rock. Ja? Los, 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 Schicker. Extravagant. Arbeite passen. Ich sehe noch etwas. Was kommt denn? Du brauchst eine richtige Schuhe. Oh mein Gott, die ist ja furchtbar. No way.
No way! Nein, wir gehen nach oben wieder. Entschuldigung. Ja, wir gehen wieder nach oben. Vielleicht nehme ich den Joker jetzt, glaube ich. Der Mantel muss auf jeden Fall erstmal aus gleich. Ich muss mir irgendwas Neues einfallen lassen. Oder hast du schon ein Konzept? Ich hatte den ganzen Tag kein Konzept. Da ist man ja auch unvorbereitet drauf. Aber du kannst das Ende, du hast nur 10 Minuten. Hast gut ausgesucht. Dein Gabi hast du vergessen, du hast gelassen. Der Typ macht mich fertig, die ist blau. Da kommen meine Schuhe. 39. Perfekt, das sind tatsächlich genau, was ich haben wollte. Das ist sportlich. Uno, dos, tres, chicas, fecho, glas, grüßt euch. Schluss! Das ist es jetzt, aber ich bin jetzt nicht hundertprozentig zufrieden. Mal schauen, was das hier so wird. Ja, Sneaker sind viel, viel cooler. Ich gehe so. Ganz cool. Come on. Oh, boom. Wir sind in der Finale, Chicas. Aufgabe war Front Row Fashion Week. Und ich frage dich, warum hast du entschieden, dieses Outfit? Ich stehe sehr auf Rottöne und auf Farbe. Und wir merken das. Ja, hat mich tatsächlich auch noch mal in diese High Heels gequält. Und das muss man ja auch, weil der Fashion Week gibt's da, das kennt keiner Erbarm. Genau. Ne? Ja. Wer schön sein will, muss leiden. Und mir gefällt der Look tatsächlich sehr gut. Gut gemacht. Mir gefällt die Kombination der Rock mit deinem Oberteil. Weil das ist ein Widerspruch, der sportlich, ne? Stimmt. Aber bei dir? Okay. Ich habe den pinken Mantel gesehen und wusste, der fällt auf. Aber ich wollte den nicht alleine stehen lassen. Deswegen habe ich mir den zweiten Mantel noch darunter gezogen, weil ich finde, das passt von den Farben, ergänzt sich das, steht im Kontrast. Und dann halt trotzdem auf Orange und Pink, weil sich das dann wieder in den im Rock und im Top wiederfindet. Ich gehe aber auf Sneaker, weil ich finde, Sneaker sind, was wir vorhin schon gesagt haben, große, klobige Sneaker sind auch ein Trend. Und so kann ich von Show zu Show laufen, ohne dass ich nachher blutige Füße habe. Genau. Klar. Ja. Also ich muss sagen, Layering finde ich mega geil, wirklich super. Also das muss ich sagen, gefällt mir auch mit am besten an deinem Look, dass es halt so gelayered aussieht. Ja. Das heißt, es kommt immer noch mal irgendwie eine Surprise. Du weißt, auch wenn ich dich einmal kurz angucke, ich kann dann noch dreimal hingucken und werde wahrscheinlich irgendwie noch mal was finden. Also das muss ich sagen, finde ich sehr cool. Cool. Ja, Michelle. Hallo. Ciao. That's sexy. That's very sexy. Mhm. Also Lackhose ist ja immer ein Hose eigentlich, ne? Das ist halt so, ist cool, wenn du damit nicht auffällst, dann weiß ich auch nicht womit. Vielleicht noch mit dem Rock, aber das hätte jetzt nicht so gut gepasst. Ich finde auch für dich ist das schönste Outfit, was deine Figur betont, weil du hast eine tolle Figur und das ist wirklich zum Schluss noch einmal, hast du uns auch echt gezeigt, das aber aussieht. Aber ihr machen euch ganz schwer. Ja, es ist jetzt irgendwie nicht so einfach. Ich glaube, wir müssen uns beraten, ne? Beraten. Wir brauchen ein Minütchen. So. Ich glaube, wir sind im Finale und wir brauchen die Chicas. Chicas! Ne? Unsere Challenge war Front Row Fashion Week. Wir haben uns beraten. Und weil wir so lieb sein, wie ihr dachtet. Vor allem so kreativ. Ja! Na, weil ihr waren sehr gut. Wir haben gedacht, in dieser Challenge sind im Prinzip zwei Gewinnerinnen. Genau. Ja? Ja. Du hast schon eine Challenge gewonnen. Ne, mit 300 Punkten, du hast ja schon 700 Punkte sogar gewonnen. Ja. Und jetzt der dritte wäre mit, ich habe schon gesagt, 1200 Punkte. Aber wir haben gedacht, dass wir zwei Gewinner haben. Split. Ja. Split. Und das sind. Luisa. Cool. Und Michelle. Michelle.
Das bedeutet, dass die heutige Fashion Class Gewinnerin mit 900 Punkten bist. Dankeschön. Ich gratuliere auch. Wir legen aber noch einen drauf. Also die Gewinnerin, die darf alle drei Outfits mit nach Hause nehmen. Die zweite darf zwei Outfits mit nach Hause nehmen, also du darfst dir zwei aussuchen. Und die dritte darf sich ein Outfit aussuchen und das mit nach Hause nehmen. Zusätzlich? Genau, zusätzlich gibt es nämlich auf jeden Fall auch hier schon mal die Punktevergabe. Genau. Ihr wisst ja, wem sie gehören, wenn man ein bisschen rechnen kann. So. Erstmal herzlichen Glückwunsch. Ja, wie ihr vielleicht schon ein bisschen erahnen konntet, es sind nicht nur Punkte, es sind auch Gutscheine. Ihr habt jetzt 900, 700 und 600 Euro, die ihr im P&C Hamburg Store einfach komplett komplett go wild. Wir freuen uns, das war ganz toll. Wirklich. Ja. Ja. Danke. Ja. Wir bedanken uns. Super. Ich glaube, wir sind zu Ende Fashion Clash Finale. Und Chicas, toll gemacht. Well done. Super. Ganz toll. Ja. Ja. Ja, voll nice. Ich freue mich voll, dass ich gewonnen habe. Es war ein toller Tag und würde ich sofort wieder machen. Die drei Chicas waren gut, aber die Gewinnerin hat zu Recht gewonnen. Sie hat eine sehr gute Spur von Fashion und von Style. So, ich sage da draußen alle die Chicas, die Chicos, hier zu kommen, zu einkaufen. Und ich hoffe, dass diese Fashion Clash geht weiter.